Willkommen zurück, liebe Temtem-Freunde. Heute mit einem Guide, wie ihr eure Temtems schnell, einfach und effektiv auf eine Maximalstufe bringen könnt. Oder wenn wir zum Zeitpunkt des Videos schon außerhalb des Early Access sind, wie ihr es schafft, in diesem Levelbereich eure Temtems schnell und effektiv zu leveln. Doch bevor wir anfangen, ein ganz wichtiger Hinweis, denn zuvor solltet ihr auf jeden Fall das TW-Training eurer Temtems abschließen. Das heißt im Endeffekt, wenn ihr eure Temtems speziell aufbauen wollt mit bestimmten TWs, solltet ihr das im Vorfeld durchführen. So wie bei mir jetzt hier 1000 Punkte an der Zahl können wir verteilen. Denn wenn wir mit einem Mantel arbeiten, der die EPs teilt, werden auch die TW-Werte geteilt. Deswegen ganz, ganz wichtig. Wenn ihr spezielle TW-Werte benötigt, macht das, bevor es mit dem Power-Leveling losgeht. Damit genug zum Hinweis. Starten wir einmal. Bevor wir diesen Bereich betreten können, müssen wir uns zuvor noch die erforderliche Quest abholen. Diese befindet sich hier ganz links auf dieser Insel. Hier habt ihr einen Questgeber. Wie ihr seht, müssen wir hier mit dem Haken ein wenig hin und her springen. Das heißt, ihr benötigt den Haken. Das Dojo in Tukma müsst ihr somit komplett abschließen, damit ihr dann später auch den Haken bekommt. Und dann könnt ihr euch direkt hier die Quest abholen. Wenn ihr diese habt, Kultistenjagd heißt sie, dann müsst ihr einmal komplett hier nach rechts wieder mit dem Haken diese kleine Route durchspringen, sagen wir einfach mal, und dann seid ihr hier in diesem Gebiet. Und hier unten haben wir den ersten, hier oben links den zweiten, oben rechts den dritten und ganz oben haben wir den vierten Kultisten, den wir besiegen müssen. Habt ihr das geschafft, erhaltet ihr Zugriff hier oben auf das Gebiet. Und zusätzlich ist hier oben auch noch mal ein kleiner Stein, mit dem ihr dann auch Tuwei entsprechend weiterentwickeln könnt. Was müsst ihr tun, um diese Kultisten zu besiegen? Ganz einfach, ihr braucht Temtems, die das Element Kristall haben. Dabei ist es vollkommen egal, ob es Hybrid-Typen sind, Kristall plus etwas anderes, oder reine Kristall-Temtems. Sie müssen zumindest ein Element haben, das entsprechend Kristall ist. Damit genug der Vorbereitung, steigen wir einfach mal ein und bring ein wenig mehr Butter aufs Brot. Mit wie viel EP könnt ihr denn pro Stunde ungefähr rechnen? In meinen Runs, die ich durchgeführt habe, im Hintergrund werdet ihr es auch schon sehen, habe ich im Schnitt 1500 EP pro besiegten Gegner bekommen. Die EP variiert ein wenig. Es kommt darauf an, was für ein Level euer Temtem hat. Jede Temtems bekommen auch eine unterschiedliche Anzahl von EP. Demzufolge habe ich da ungefähr so den Mittelwert von 1500 EP genommen. Ich habe das Ganze auf Viertelstunden runtergebrochen. In einer Viertelstunde konnte ich 24 Gegner besiegen. Das Ganze habe ich dann hochgerechnet auf 3,5. Somit ist in dieser Stunde auch 7,5 Minuten eingeplant, um mal eben schnell zurückzulaufen, euch zu heilen. Ihr könnt natürlich die Tem-Essenz-Flasche nehmen, um euch zwischenzuheilen, aber in einer Stunde muss ich im Schnitt zweimal zurücklaufen, wenn es ein wenig ungünstig läuft, denn die Gegner, die wir besiegen, haben auch leider die Eigenschaft, dass sie beim Sterben einen AE-Angriff machen und dieser schadet dann beiden Temtems, die sich auf dem Feld befinden. Somit werdet ihr früher oder später Schaden kassieren, selbst wenn ihr die ganze Zeit One-Hits verteilen solltet. Am Ende kommt folgende EP-Zahl raus. Das sind in meiner Kalkulation 126.000 EP. Ich würde es jedoch ein wenig abrunden auf 120.000 EP. Das ist ein wenig realistischer und greifbarer und das sind ungefähr die Zahlen, mit denen ihr pro Stunde rechnen könnt. Es sei denn, ihr habt euer Temtem wirklich sehr schön und perfekt aufgebaut und haut wirklich permanent One-Hits raus, dann kann diese Zahl natürlich nach oben hin noch deutlich besser aussehen. Aber ich würde hier erstmal etwas niedriger ansetzen wollen und sagen, 120.000 EP sollten eigentlich für jeden Casual-Gamer möglich sein. Damit genug zu den Zahlen. Was benötigen wir, um hier wirklich schnell und effektiv durchzukommen? Ganz einfach, am besten
könnt ihr den Kristallelementen hier schaden, indem ihr ein Feuer-Temtem aufs Feld bringt, eines, was Erdattacken hat oder auch Kampfattacken. Wie ihr hier bei mir schon seht, habe ich den Vulcrane ganz gerne dabei. Ich habe auch ein Gyalis dabei und ansonsten hat das ein oder andere Temtem von mir auch immer eine Erdattacke und mit diesen drei Attackentypen bin ich eigentlich am besten klargekommen. Meine Temtems sind auch nicht wirklich aufs Power-Leveling ausgelegt, also die TW-Werte sind Kraut und Rüben, die SV-Werte sind auch nicht wirklich vorhanden, das sind in erster Linie Temtems, die ich im Laufe der Story so dazu bekommen habe und aus Nostalgie einfach behalten habe. Wenn ihr eure Temtems speziell auf TWs und SVs aufbaut, Egg-Moves mit ein implementiert und wirklich professionell an die Sache herangeht, könnt ihr natürlich deutlich schneller, effektiver und mit mehr EP am Ende hier rausgehen. Da seid ihr wirklich komplett freigestellt. Meine Zahlen sind eher Casual Gamer und Noob-freundlich kalkuliert, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Was für Items können wir nutzen, um unsere EP-Ausbeute noch effektiver und besser zu gestalten? Ganz einfach, ich bevorzuge für denjenigen, der am ehesten gegen das Kristallelement ankommt, den Köder. Mit dem Köder habt ihr eine Art Tank, beziehungsweise derjenige, der den Köder hat, wird immer angegriffen. Das gilt leider nicht für den AE, der auftauchen könnte, sobald eins der wilden Temtems stirbt. Dieser Schaden geht auf alle, aber an sich Single-Target-Angriffe werden dann nur entsprechend auf den gehen, der den Köder hat. Und wenn er nicht effektiv gegen Kristall ist, könnt ihr dann natürlich ordentlich Schaden einsparen. Gleichzeitig könnt ihr dann auch mit dem Köder das Temtem parallel aufs Feld führen, welches die EP bekommen soll. Das steigert natürlich auch nochmal die EP-Ausbeute ungemein. Allerdings solltet ihr euch vor dem AE in Acht nehmen, der dann auch eurem zweiten Temtem schaden kann. Und das Temtem, was ich levele, das statte ich dann auch immer mit dem Feiglingsmantel aus. Dadurch muss dieses Temtem nicht kämpfen, bekommt aber dennoch EP. Das ist das, was ihr im Video gesehen habt. Diese beiden Items solltet ihr auf jeden Fall haben, um hier wirklich schnell und effektiv durchzukommen, sind aber nicht Pflicht. Ihr könnt natürlich auch ohne diese beiden Items das Power Leveling betreiben. Mit ist es erheblich einfacher. Das Ganze können wir auch noch mit anderen Items kombinieren, die dann zum Beispiel Kristallangriffe senken, wenn dann eine Attacke durchkommt, dass dann euer Temtem nicht ganz so viel Schaden bekommt, sondern da nochmal eine kleine Reduktion erfährt. Aber Köder plus Mantel solltet ihr auf jeden Fall haben, um hier schnell und effektiv durchzukommen. Das sollte es auch schon zu diesem Guide gewesen sein. Ein kleiner Einblick ins Power Leveling. Dieses Gebiet bevorzuge ich persönlich. Obwohl es auch noch andere Gebiete gibt, finde ich das hier schneller, einfacher und effektiver. Die anderen Gebiete werde ich euch aber auch noch in anderen Videos vorstellen, so dass ihr euch dann wirklich euer persönliches Gebiet aussuchen könnt, was für euch am ehesten geeignet ist mit eurem Team, für eure Vorlieben und natürlich auch für die Ziele, die ihr beim Power Leveling verfolgt. In dem Sinne, viel Spaß beim Leveln und wir sehen uns in einem weiteren Guide.